Liebe Freunde, kurz vor Weihnachten und ich melde mich mit einer Videobotschaft aus Berlin. Sie hören, ich bin ein wenig angeschlagen. Das liegt nicht an den langen Kreuzberger Nächten in Berlin, sondern an der Tatsache, dass ich erkältet bin, wie viele Menschen zurzeit auch. 2023 war ein herausforderndes Jahr. Krieg in Europa mit täglich Toten in der Ukraine, der barbarische Angriff der Hamas auf Israel, Pogromstimmung in unseren Straßen und eine total überforderte Bundesregierung, die nicht mal in der Lage ist, einen geordneten Haushalt aufzustellen. Aber es gibt positive Signale und die sind eindeutig. Die Umfragewerte für die AfD sind gestiegen. Die Regierungsparteien liegen in den Umfragen am Boden. Kanzler Scholz in den Persönlichkeitswerten ganz hinten. Das Volk entscheidet. Und das muss uns positiv stimmen für die vielen, vielen herausfordernden Aufgaben, die uns noch vor uns liegen. Ich habe euch in den letzten Tagen nach eurer Meinung gefragt, des ablaufenden Jahres 2023 und das dessen, was auch 2024 auf uns zukommt. Und ich habe viele hunderte Zuschriften erhalten und exemplarisch möchte ich euch ein paar vorlesen und beantworten. Laserwork schreibt, das Jahr 2023 war politisch ein Desaster. Überall Firmenpleiten und zu viele Leute im Bürgergeld und auf dem Sofa. Für 2024 wird es noch dunkler. Viele Firmen wandern ab und die Arbeitslosenzahl wird sprunghaft steigen. Richtig. Sie sprechen ein zentrales Problem an. Leistung scheint nicht mehr leistungsgerecht entlohnt zu werden. Und 60% des sogenannten Bürgergeldes, ist dieser Begriff überhaupt richtig, werden an Ausländer ausgekehrt. Und wir sagen ganz klar, unsere Leute, unsere Landsleute zuerst. Leistungsträger müssen besser entlohnt werden und Transfergeldempfänger müssen gegebenenfalls sich etwas einschränken. Sehr viele von Ihnen wünschen sich Neuwahlen. Auch Michael Erdmann schreibt, ich hoffe auf Neuwahlen. Alice Weidel als Kanzlerin und Sie als Verteidigungsminister. Jo, dagegen hätte ich nichts, Herr Erdmann. Ich stehe bereit, gemeinsam und mit meinen Kollegen, Verteidigungspolitikern, sind wir seit Jahren daran beteiligt, die Bundeswehr wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und dazu gehören alle Säulen, die finanzielle, die materielle, die personelle, aber auch vor allen Dingen die ideelle. Unseren Soldaten muss wieder das Selbstwertgefühl gegeben werden für den schwierigen Beruf und den schwierigen Dienst, den sie gegebenenfalls mit dem Einsatz ihres Lebens leisten müssen, auch entsprechend gewürdigt zu werden. Und ich weiß, dass auch die anderen Fachpolitiker in meiner Fraktion für jeweils ihr Fach genauso ernsthaft und auch zielstrebig ihre Politik vertreten, die Politik, für die sie uns alle wählen wollen. Wir stehen dafür bereit. Ulrike Paulus sagt, ich habe mich bis jetzt aus der Politik herausgehalten, aber jetzt reicht's. Alles geht den Bach runter, Migration, Gesundheitswesen, Maut, viel zu hohe Steuern, Wolfspolitik und vieles mehr. Ich weiß nicht, warum die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die sollten sich mal lieber mit der Ampel beschäftigen. Die ruinieren Deutschland und das System. Erstmal, liebe Frau Paulus, vielen Dank, dass Sie sich nicht mehr aus der Politik heraushalten wollen. Wir ziehen alle an einem Strang, um unser schönes Deutschland zu retten. Denn Sie als Bürger sind der Souverän. Wir als Politiker sind die
Volksvertreter. Wir haben Ihren Willen, den Sie als Bürger, als Volk, als alle rechtmäßig in diesem Land lebenden Menschen haben, haben wir aufzunehmen, in Ordnungspolitik umzusetzen, in feste Bahn zu lenken, zum Wohle der Menschen in diesem Land, für ihre Sicherheit und dass die Familien in geordneten Verhältnissen aufwachsen können. Wolfgang Fietz schreibt, ich würde mir von der AfD wünschen, von Putin, Russland und deren Krieg gegen die Ukraine zumindest eine neutrale Position zu verbreiten. Mit der derzeitigen Haltung und Position pro Putin richtet ihr Schaden an. Das kostet Wähler. Konzentriert euch auf Deutschland, Innenpolitik und den Kampf gegen Linke und Grüne. Solltet ihr mal in Verantwortung in einer Regierung sein, geht das nur mit der CDU und darüber sollten sich auch mal Gedanken gemacht werden. Für mich gilt, die AfD ist weder einseitig pro-russisch, noch pro-amerikanisch, noch pro-chinesisch. Deutsche Volkspolitiker müssen eins sein, pro-deutsch. Für uns AfD-Politiker ist das ohnehin klar. Und auch was den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine anbetrifft, haben wir von Anfang an eine klare Haltung eingenommen. Aber wir haben genauso eine klare Haltung eingenommen, wenn es darum geht, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Und das geht nur mit diplomatischen Lösungen, nicht mit der Frage, ob einer verlieren muss oder einer siegen muss, eine diplomatische Lösung. Und das fordern alle AfD-Politiker von der Bundesspitze über die Fachpolitiker hier in der Fraktion in Berlin bei jeder Gelegenheit an. Und daran sollten wir auch diese Regierung weiterhin messen. Angelika Wilno wünscht sich Frieden. Das wünschen wir uns alle. Der Krieg in der Ukraine muss endlich beendet werden. Wir wollen aber auch Frieden auf deutschen Straßen, auf Schulhöfen, in Bussen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Das bedeutet auch Polizei stärken, in ihren Rechten stärken. Das bedeutet Grenzen kontrollieren und ungehinderte Migration verhindern. Wir möchten wieder alle in Recht und Ordnung in Deutschland leben. Heiko Kingpin schreibt, meine Sicht ist, dass wir mal Politiker bekommen, die fürs deutsche Volk da sind und fürs Volk auch etwas machen und es nicht nur ausmelken. Das ist nicht nur Ihre Sicht, sondern auch die Intention des Grundgesetzes. Der Amtseid verpflichtet die Politiker, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Und so verstehen wir als AfD-Politiker auch unseren Auftrag. Punkt. Silvia Gravitz schreibt, 2023 war eine Tragödie und ich hoffe, dass es 2024 anders wird. Ich erhoffe mir, dass ich als Rentnerin und Rollstuhlfahrerin wieder leben kann. Mit eurer Hilfe. So kann es nicht weitergehen. Als AfD wollen wir unseren Mitbürgern helfen, vor allen Dingen denen, denen es schlecht geht. Wir wollen die Lebensleistung von Rentnern anerkennen und ihnen ein würdiges Leben im Alter ermöglichen. Auch dafür muss ich hier und an dieser Stelle klar sagen, unsere Landsleute zuerst. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Glawitz. Ralf Kröller wünscht sich, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Ihr Wunsch könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. 3 Landtagswahlen im September in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen im nächsten Jahr. AfD, klar stärkste Kraft vor Ort, überall stabil über 30%. Wir bereiten uns darauf vor, zusammen mit unseren Landsleuten, ostdeutschen Landsleuten, einen erfolgreichen
Wahlkampf zu führen und der AfD zum Sieg zu verhelfen. Liebe Freunde, 2023 hat gezeigt, die Politik der linksgrünen Parteien ist am Ende. Die Realität bestätigt unsere Forderungen und sie werden auch immer mehr von den anderen Parteien übernommen. Aber das Original, das sind wir. Immer mehr Bürger unterstützen uns und dafür möchte ich euch danken. Wir gehen nun in das 11. Jahr unserer Partei und wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Im neuen Jahr werden wir gemeinsam dafür kämpfen und daran arbeiten, dass es dazu kommen wird. Jetzt machen wir erstmal eine Pause, eine Verschnaufpause, um dann mit ganzer Kraft wieder in das neue Jahr und die vor uns liegenden Aufgaben zu starten. Ich wünsche euch, euren Familien, eine schöne, gesegnete Weihnacht, alles Gute im neuen Jahr und vor allen Dingen Gesundheit. Euer Rüdiger Lukassen. Danke.